In dieser Folge bauen wir einen klassischen Gitarren-Overdrive mit einem Kit, modifizieren das sogar noch ein bisschen und gestalten uns unser eigenes Frontpanel. Hi, ich bin Götz Müller-Dürholt und ich baue Equipment rund um die Musik und die Tontechnik. Ich habe gerade mehrere große Projekte am Laufen und wie das mit großen Projekten so ist, die ziehen sich ewig und ich brauchte mal irgendwas Kleines, einen schnellen Erfolg zwischendurch. Also habe ich mir ein Elektronik-Kit gekauft für einen Tube Screamer-Nachbau und den möchte ich jetzt gemeinsam mit euch bauen, die Schaltung noch ein bisschen modifizieren und vor allen Dingen ein geiles eigenes Gehäuse drum designen. Viel Spaß! Ja, hier ist erstmal das Elektronik-Set. Das enthält eben alle Bauteile, alle Potis, alle Buchsen und so weiter, Kabel, alle elektronischen Bauteile, eine Platine. Was es nicht enthält, ist eben ein Gehäuse und Poti-Cup. Und guckt mal, wie viel Mühe die sich gemacht haben. Da stehen sogar auf allen Widerständen nochmal die Widerstandswerte drauf. Kaufen kann man das Ding übrigens bei musikding.de. Kostet so roundabout 20 Euro etwa. Ist also wirklich bezahlbar. Und wer noch nie so ein Ding selber gebaut hat, es ist wirklich ganz einfach mal nach Zahlen. Einfach in einer Tabelle ablesen, R18 ist welcher Wert, dann in den Widerständen ein bisschen graben, was ist R18, die Dinger umbiegen, durchstecken. So ein paar Kleinigkeiten muss man beachten, die Richtung bei den Dioden oder sowas, aber es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ja, das Video läuft übrigens mit zehnfacher Geschwindigkeit und ich habe es auch natürlich zwischendrin ganz doll gekürzt. Ihr müsst jetzt also nicht sehen, wie ich jeden einzelnen Draht hier anlöte. Wenn man so eine Platine bestückt, dann startet man eigentlich mit den flachsten Bauteilen. Und bei den Bauteilen, wo man sich die Beinchen hinten nicht richtig umbiegen kann, mache ich es immer so, die klebe ich mir mit ein bisschen Band, Klebeband fest und dann hält das gut, dann sieht das auch halbwegs gerade und sauber aus. Was natürlich auch wichtig ist, immer die Bauteile abwechselnd anlöten, damit die Teile nicht zu heiß werden. Das ist ein ganz einfacher Trick. So, zack, da ist es passiert. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich den kleinen Keramikkondensator oben in die C7 gesteckt. Der gehört aber in die C3. Das heißt, alles wieder ablöten mit der Entlötpumpe, von hinten heiß machen, von vorne ein bisschen abruckeln, hoffen, dass einem das Bauteil dabei nicht verschmuggelt. Ist aber alles gut gegangen, nichts passiert. Ja, was bei dem Bausatz besonders ist, der Tube Screamer ist ja so ein ganz, ganz klassischer Overdrive Ende der 70er entstanden. Und da gibt es zwei Varianten. Es gibt ganz, ganz viele Varianten, aber es gibt so zwei klassische Varianten, die man beide damit bauen kann. Und die unterscheiden sich nur durch zwei Widerstände. Und anstatt jetzt die Widerstände einzulöten, mache ich es so, dass ich mir die verdrahte und an einen Schalter montiere. Das heißt, ich kann also die beiden Varianten nachher über einen Schalter an meinem Frontpanel umschalten. So, und jetzt kümmere ich mich erstmal ums Design. Das habe ich schon mal abends gestaltet, mir schon mal überlegt, dass da so eine Platte drauf soll, wo also Screamer ausgeschnitten ist und wo man das schwarze Gehäuse durchsehen kann. Und jetzt probiere ich erstmal so fürs Gefühl, wo kommen welche Bauteile hin, baue ich das doch nochmal um. Und jetzt lege ich mir, von den Gestaltungsideen mal abgesehen, die Datei an, die ich nachher brauche, um dort per Laserschnitt ein richtiges Frontpanel draus zu gestalten. Und da ist die Besonderheit, dass eben alles, was ausgeschnitten wird, eine 0,1 mm dicke rote Linie außenrum hat. Und alles, was nachher beschriftet wird, da wird dann nachher die Schrift weiß, weil die Platte an sich rot ist, das wird einfach in schwarz angelegt. Das heißt, was ihr jetzt seht, ist schwarz-weiß und später wird das dann rot-weiß und ausgeschnitten sein.
So, und die erste Aufgabe ist tatsächlich erstmal die komplette Frontplatte zu gestalten und jetzt die Zwischenräume der Schrift auszuschneiden und die eigentlichen Buchstaben mit der oberen und der unteren Hälfte zu verbinden. So, und jetzt ist das fertig. Jetzt kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Es gibt also außenrum direkt an dem Rand von dieser Zeichenfläche so eine dünne rote Linie und die geht auch um die Buchstaben. Das heißt, alles, was zwischen den Buchstaben ist oder beispielsweise der Leerraum von dem R oder von dem A, das wird dann nachher ausgeschnitten und da kann ich dann das schwarze Gehäuse durchsehen. So, und jetzt klicke ich mich durch tausende von Schriftarten. Da ist gar nicht so wichtig, eine zu finden, die möglichst abgefahren ist. Das ist eher ziemlich einfach, sondern die Schrift soll ja auch im Stehen und vielleicht auf einer dunklen Bühne gut lesbar sein. Die soll nicht zu groß, nicht zu verrückt sein. Das mag ich persönlich gar nicht so. Soll nicht zu viel Platz verbrauchen. Und soll aber so ein bisschen Charakter eben mitbringen. Und da habe ich über die Jahre immer mal wieder tolle Schriften gekauft und habe da inzwischen einen ganz großen Fundus, durch den ich mich durchklicken kann. Und alles, was mir so gefällt, schiebe ich erstmal beiseite. Das seht ihr da jetzt auch rechts am Rand. Und dann kann ich zum Schluss nochmal alle miteinander vergleichen und mir eine rauspicken. So, und es gibt die drei großen Drehregler. Das rote kleine ist wiederum der Ausschnitt. Das Kreuz in der Mitte ist für mich nachher, um das Gehäuse zu bohren. Und es gibt die graue, dünne Linie außenrum. Das ist die Größe der Poti-Kappe. Die muss ich ja auch berücksichtigen. Und in der unteren Reihe gibt es links und rechts Schalter. Da kann man die Art der Verzerrung einstellen auf der linken Seite. Das ist auch eine Besonderheit von diesem Kit. Und auf der linken Seite ist mein Heck oder mein Mod. Da weiß ich noch gar nicht so richtig, wie sehr das einen Klangunterschied macht. Ich lasse mich überraschen. Bei dem man eben zwischen der alten TS-9 und der TS-808-Version umschalten kann. So, ich habe auch eine ganze Menge Schriftarten mit Ornamenten oder Symbolen oder sowas. Ich habe jetzt, weil ich ja eben ein schnelles Ergebnis haben will, nicht so Lust, was selber zu zeichnen. Da suche ich mir jetzt also da so zwei geile Blitze raus und die kommen nochmal links und rechts von dem eigentlichen Haupt-Ein- und Ausschalter hin. So, nächster Ausdruck, wieder positionieren. Aber ich habe eine Sache vergessen. Ich wollte doch die Potis noch ein bisschen weiter auseinander haben. Also machen wir das nochmal. Und ich muss nochmal messen. Was ich nämlich ganz furchtbar finde, ist bei den Tretminen, wenn die Ein- und Ausgänge an den Seiten haben. Weil das gibt nämlich ein ganz schönes Gestückle, wenn man das nachher mehrere auf dem Boden nebeneinander anordnen will. Ich finde es immer besser, wenn das hinten ist. Das ist aber aus Platzgründen der Bauteile im Gehäuse extrem schwierig zu machen und meistens auch nur bei den größeren Tretminen möglich. Und ich mache jetzt ein zweites Panel und das ist für die Rückseite. So, und hier dieser Kasten drumherum, das ist also der Platz, der meine Buchse noch im Gehäuse verbraucht. Die Buchsen positionieren sich nämlich nachher genau unter der oberen Reihe der Potis. Und das ist also eine Sache von einem Millimeter Spiel, das genau hinzurücken. Und das muss ich auch gleich nochmal testen.
So, der nächste Probeausdruck. Aha, so langsam wird's. Und da ist auch die kleine Platte, die noch auf die Rückseite kommt, mit Eingang, Ausgang und der Stromversorgung. Davon bastel ich jetzt mal ein Prototyp, einfach das nächstbeste Stück Pappe. Was ganz witzig ist, wenn man so zwei Pizzakartonhälften aufeinander klebt, wenn der Kleber erstmal getrocknet ist, ist das ziemlich stabil. Was man gut erkennen kann, das sind geschlossene Buchsen. Das sind also nicht die Originalbuchsen, die bei dem Kit dabei sind. Das sind nämlich diese offenen Buchsen. Ich finde, die fühlen sich immer so ein bisschen billig an und die sehen auch so ein bisschen billig aus. Die mag ich nicht besonders. Die habe ich also mal abgegradet. Und das Problem ist, die Buchsen verbrauchen aber auch noch mehr Platz. Das kommt noch dazu. Und deswegen mache ich jetzt hier auch den Test. Ein Poti und eine Buchse. Passt das? Neben das Gehäuse. Aha, ihr seht, also ich muss die Beinchen ein bisschen umbiegen von der Buchse, dann passt's gerade so. Und auch das passt, dann kann ich jetzt die Reihenzeichnung machen. Die Reihenzeichnung bedeutet, dass ich aus meiner Grafik alles wegwerfe, was ich nicht brauche, was also nur für mich ist. Also zum Beispiel die Kreuze, die für die Bohrung sind, oder die Umrandungen, wie groß sind die Potis. Und ich wandle alle Schriften in Pfade um. Das bedeutet, aus der Schrift, in die ich einfach reinklicken kann und die ich noch umschreiben kann, wird dann nur noch eine Außenlinie, wie ein grafisches Bild sozusagen. Und diese Platten, die nachher aus dem Lasercutter kommen, die gibt es in bestimmten Größen. Das heißt, diese Größe habe ich mir genau angelegt und da passen eben genau 3 Panels drauf plus 3 Rückseiten. Und an der Seite ist noch so ein bisschen extra Platz. Da bastel ich jetzt hier einfach nochmal mein Logo. Dann kriege ich noch so eine Handvoll kleiner Logo-Anhänger oder Logo-Sticker, die ich benutzen kann. Das Frontpanel ist bestellt, das braucht jetzt so 14 Tage, schätze ich mal, bis es da ist. Und dann baue ich in einer zweiten Folge das Ding fertig. Wenn du das nicht verpassen willst, klicke mal hier, dann kannst du meinen Kanal abonnieren. Wenn du mal Bock hast auf einen großen Arduino MIDI Controller Workshop, so einfach erklärt, dass auch Nicht-Programmierer und totale Arduino-Anfänger mitmachen können, klickst du hier. Und wenn du denkst, fuck off digital, ich will analog, geh mal in meinen Blog, da gibt es ganz viele Builds von tollem analogem Studio-Equipment. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.